Heute Nacht nicht ein, ohne dich kann ich heute Nacht nicht ein, ohne dich komm ich heute nicht zu Ruf. Und jetzt schlafen wir das hier. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zu Ruf. Gib mir mehr! Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zu Ruf. Senza te stanotte sono guai, senza te non voglio darci più la donna mia sei tu. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein, ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim, ohne dich komm ich heute nicht zu Ruf. Das was ich will, bist du. Grazie! Wie wurde das mit deiner Familie gefeiert, dieser Wahnsinnserfolg? Ich kann es gar nicht beschreiben. Meine Familie weiß, wie viel ich gelitten habe in der Zeit, wo es bei mir nicht rund lief mit der Musik. Wo ich nicht das machen durfte, was ich wollte, nämlich Musik und auch nur davon zu leben. Und jetzt so einen Erfolg zu haben, das ist der Verdienst von meiner Frau, von meinen Kindern, von meinen Eltern, meinen Geschwistern, von jedem, der mir seine Zeit gewidmet hat, seine Liebe, seine Aufmerksamkeit, von jedem da draußen, der mein Album sich nach Hause geholt hat. Ich danke wirklich jedem. Ich bin so beseelt, dass ich kann es gar nicht beschreiben. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damit gerechnet habe, dass es so funktioniert. Am Anfang war das erste Ziel, irgendwie Top 20 zu gehen. Danach habe ich davon geträumt, die Top 10 zu erreichen, dass es dann von 0 auf 2 gegangen ist. Und was ja noch viel wichtiger ist, dieses Album ist seit einem Monat in den Top 10. Also man kriegt das Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht. Ich danke jedem da draußen, der sich das Album nach Hause geholt hat, der es gedownloadet hat, der es sich nach Hause bestellt hat über Amazon, Saturn, Mediamarkt, wo auch immer. Ich kann einfach nur dankbar sein. Ich will nah an den Leuten dran sein. Mir ist es wichtig, dahin zu gehen, wo die Leute sich meine CD holen, nämlich in die Center. Mir ist es wichtig, jedem eine CD zu unterschreiben, jedem die Möglichkeit zu geben, ein Originalautogramm zu bekommen auf sein Album, auf die Fanbox, eine Umarmung, ein paar schöne Worte austauschen, ein gemeinsames Selfie, einen gemeinsamen Moment erleben. Ich weiß nicht, ob ein erfolgreiches Album reicht für eine große Tournee, aber auf jeden Fall ist es ein großer Traum von mir. Ich hoffe, dass es passiert. Ich habe auch gehofft, dass ein so ähnlicher Erfolg kommt. Das hat schon mal geklappt. Und wenn das mit der Tournee noch klappt, mit der La Vita e Bella Tournee, dann wäre es perfekt. Ich kann da leider noch nichts verraten, auch wenn... Wenn ich dir so gerne sagen würde, wir sind auf jeden Fall in Gesprächen mit vielen großen Veranstaltern, die nächstes Jahr große Tourneen machen. Bei Florian auf Tournee dabei zu sein, wäre sicherlich mein größter Wunsch. Und wenn der da oben noch ein bisschen die Daumen drückt und das Album weiter so performt, dann wird mein Wunsch sich vielleicht wird er vielleicht in Erfüllung gehen. Also es wäre mein großer Wunsch. Ich finde, Florian ist ein unglaublicher Typ, der eine Wahnsinns-Aura hat, der so herzlich ist, einer der liebsten Kollegen. Also ich finde die Sprache sehr schön und ich finde auch, wie er es singt und auch die Stimme von ihm sehr schön. Zum einen liebe ich Giovanni schon, seit er bei Roses war.
dann ist er mit Ross Anthony befreundet, das zählt natürlich auch. Und ich finde, Italienisch hört sich alles so wunderbar an, auch wenn man es nicht versteht. Aber es ist eine ganz tolle Sprache und ich liebe das einfach, wenn Italienisch gesungen wird. Hallo ihr Lieben da draußen, ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin und wie glücklich ich bin, dass mein Album La Vita è Bella bei euch zu Hause so einen Anklang gefunden hat, dass ihr es genauso liebt wie ich. Ich bin dankbar, dankbar, dankbar. Ich danke jedem von Herzen, der sich dieses Album geholt hat. Und La Vita è Bella, das Leben ist schön und noch schöner, wenn die Menschen meine Musik mögen. Ich danke euch. Ciao ragazzi.